Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und willkommen zu diesem Special Vlog an meinem Geburtstag. So special wird dieser Tag jetzt auch nicht, denn ich bin absolut nicht der Feiermensch, Geburtstagsmensch oder sonst was. Für mich ist einfach die Sache so, dass ich einfach finde, dass jeder Tag was Besonderes sein sollte und nicht nur der eigene Geburtstag. Aber ich denke mal, ich werde heute deutlich mehr machen als an manch so einem Wochenende. Und deshalb dachte ich, nehme euch einfach mit, um euch die Sachen zu zeigen, die ich so gerne mache, gerne tue, die heute den Tag einfach vielleicht ein bisschen besonders machen. Bevor es für mich losgeht, möchte ich euch aber einmal nochmal was zeigen. Und zwar hatte ich gestern keine Lust mehr, irgendwas zu stricken und dachte mir, ich bereite einfach mal Garne für meine nächsten Projekte vor, beziehungsweise ich habe das zusammen mit meinem Freund gemacht. Er hat das hier gewickelt, ich habe das hier gewickelt. Und wer jetzt schon ein bisschen länger mit dabei ist, weiß, dass ich das wie die Pest hasse, wirklich Garne zu wickeln. Ich weiß, es gibt da Maschinchen für, aber ich finde, das nimmt immer so viel Platz weg und dafür, dass ich einfach nur zu faul bin, das zu machen, ist das eigentlich ein bisschen schwachsinnig. Ich glaube, früher oder später wird es eh darauf hinauslaufen, dass ich mir sowas holen werde. Aber erstmal läuft es auf jeden Fall so auf die konservative Art und Weise. Das ist ein Garn, das ich bei dem Wollfestival in Düsseldorf gekauft habe von der Oshitita. Und die Farbe, die ist einfach wirklich einmalig. Ich mag die so, so gerne. Die sieht so hübsch aus. Denn man muss ja wirklich sagen, je nachdem, welche Farbe gerade modern ist, findet man die echt an vielen Punkten wieder. Aber diesen Farbverlauf habe ich echt so noch nirgendwo gesehen. Deshalb bin ich wirklich begeistert von. Ich sage euch auch ganz genau, wie die heißt. Erstmal ist das die Merino Sock. Und die Farbe heißt Cloud Atlas. Oh, wie das Buch. Cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und die besteht aus 75% Superwash Merino und 25% Nylon. Gefällt mir mega gut. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie die sich strickt. Denn von der Oshitita habe ich das erste Mal Wolle gekauft. Und die zweite, das ist die von Polly McLaren, von der Eva, die mir beim Wollfestival geschenkt hat, als wir uns endlich mal persönlich kennengelernt haben. Und da bin ich auch schon mega gespannt, wie die verstrickt aussieht. Das ist ihre neue Wolle, die Bauchtanz heißt. Dann wollte ich euch einmal zeigen, was mein Freund mir zum Geburtstag geschenkt hat. Ich glaube, mittlerweile ist auch relativ gut rübergekommen, dass ich absolut keine Materialistin bin. Und auch nicht unbedingt was von speziellen Geschenken halte, außer dass es halt sehr bedacht ist oder was Praktisches ist oder Ähnliches. Aber was ich halt überhaupt nicht mag, sind einfach so richtig gezwungene Geschenke, weil man jetzt in dem Moment was schenken muss. Deshalb bei mir in der Familie handhaben wir das so, wenn wir irgendwas Schönes für diejenige Person sehen, dann bringen wir das halt mit und zwar ohne Anlass einfach. Und das finde ich immer deutlich angenehmer. Aber bei diesen Geschenken hat mein Freund sich richtig, richtig Gedanken gemacht. Deswegen dachte ich, ich zeige euch das einmal. Fangen wir mit diesem Geschenk an. Es ist eine Polaroid-Kamera und nicht nur, dass es eine Kamera ist, sie ist auch noch babyblau und es ist einfach perfekt. Seit Anbeginn bin ich wirklich verrückt nach der Fotografie. Ich liebe es einfach alles und jeden Moment irgendwie festzuhalten. Ich war damals auch stolz wie Oscar, als meine Mama mir in der 4. Klasse ihre Kamera mitgegeben hat und irgendwie noch 10 Fotos auf dem Film waren, die ich einfach so verballern konnte. Und bei diesen 10 Fotos hat man sich wirklich richtig Gedanken gemacht, was man jetzt fotografieren möchte oder nicht fotografieren möchte. Und es war einfach super schön. Und dann, als die erste Digitalkamera so langsam rauskam und ich dann auch alle Geschenke gekriegt habe, war das wirklich das beste Geschenk ever. Und deshalb diese Polaroid-Kamera, oh, ich liebe sie. Ich finde auch so Analog-Kameras machen nochmal ganz andere Fotos. Ich habe auch schon hier eins von Cleo ausprobiert zu machen. Es ist einfach nur schön. Dann das zweite ist dieses Buch. Die Wanda Badwal ist eine meiner absoluten Lieblings-Yoga-Lehrerinnen. Deswegen habe ich euch auch mal den Podcast von ihr empfohlen, weil der einfach nur gut ist. Die Welt ist wirklich klein, weil mein Freund im Endeffekt ihren Partner kennt und er ihn darum gebeten hat, ob sie nicht so ein Buch von sich signieren könnte. Und zwar ihr neuestes am besten, das ich noch nicht habe. Und mit sehr viel Aufwand und über ihre Mama haben sie das wirklich nach Deutschland geschickt. Und es war so eine Überraschung. Ich habe wirklich geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich das gekriegt habe, weil das einfach so schön ist. Und es ist wirklich nicht nur signiert, sondern auch mit Widmung von ihr. Und es ist so ein tolles Geschenk. Ich bin
tief begeistert. Also wie gesagt, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil das einfach so eine schöne Idee war von ihm. Last but not least habe ich hier das Geschenk, das ich mir selber gemacht habe. Das ist das Gratitude Mindful Set von Knit Pro, weil ich schon immer ein Strickset oder ein Nadelset haben wollte und irgendwie immer nur lose Nadeln gekauft habe. Und ich dachte mir, ne, bei dem Thema passt das zu mir, zu meinem Namen und es ist einfach wunderschön. Das werde ich euch aber im Podcast nochmal detaillierter zeigen, weil das jetzt keinen Sinn macht. Ich habe auch noch Maschenmarkierer und was habe ich noch davon bestellt? Genau, eine Projekttasche habe ich noch davon bestellt und diese Serie ist wunderschön, aber dazu folgt mehr auf jeden Fall in meiner nächsten Podcast-Folge. Der Plan ist jetzt, dass wir erstmal zu meinen Eltern fahren, dort frühstücken und danach fahren wir nach Bochum. In Bochum wollte ich in einen Wollladen gehen, in eine Buchhandlung noch gehen, vielleicht auch zu so einem Esoterikladen, wo es ganz viel Räucherzeug und sowas gibt. Und dann wollen wir dort auch noch was essen. Und deshalb werde ich euch so ein bisschen was einblenden, was ich heute an dem Tag mache und euch später nochmal im Detail erzählen, was ich so gemacht habe. Zu Hause. Ich habe hier mein Geburtstagslilet und ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen, was ich heute alles gemacht habe. Also, als allererstes waren wir bei meinen Eltern, wie angekündigt, haben dort im Garten gefrühstückt. Es war wirklich super Wetter. Cleo konnte noch mal wie verrückt durch die Gegend laufen, hat noch ein paar Löcher gebuddelt und das war es soweit bei meinen Eltern. Von da aus sind wir dann nach Bochum gefahren. In Bochum waren wir, sind so ein bisschen einfach durch die Fußgängerzone geschlendert, waren in einem Secondhand-Laden, dem Humana-Secondhand-Laden, der dort ist. Dann sind wir in die Meiersche gegangen, wo wir generell so ein bisschen nach Büchern geguckt haben. Mein Freund hat sich Ready Player 2 nochmal gekauft, weil ich höre das ja aktuell als Hörbuch. Er wollte das aber lieber so lesen. Und deshalb haben wir das mitgenommen. Dann habe ich mir dort einige Strickbücher angeschaut. Da gab es auch dieses Strickbuch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, irgendwie finnische Sockenstricken oder nordische Sockenstricken oder sowas in der Art. Und das war okay. Also es waren ein paar sehr coole Muster da, aber die habe ich so auch zwischendurch schon mal gesehen. Und die Beschreibungen haben mir teilweise nicht so gut gefallen. Außerdem, wenn ich das richtig auf die Schnelle gesehen habe, sind die Anleitungen auch immer nur jeweils auf eine Größe ausgelegt. Das heißt, keine Ahnung, das genau Muster, da gibt es dann nur die Anleitung für eine 42er Socke oder so. Und das fand ich so ein bisschen blöd. Also ich habe gar nicht weiter geguckt, ob da noch weiter was beschrieben ist in anderen Größen. Aber hat mich jetzt nicht komplett angesprochen. Das gleiche gab es dann auch für Pullis. Auch die Muster fand ich sehr cool. Aber war jetzt auch nicht so was Besonderes. Deswegen habe ich im Endeffekt gesagt, lasse ich erstmal liegen. Schaue ich mich noch weiter um. Dann überlege ich, wo wir waren. Wir waren noch im Comicbuchladen, haben da noch einmal durchgestöbert. Da haben wir aber soweit nichts Besonderes gefunden und sind dann weiter zum Wollladen gegangen. In dem war ich noch nie. Der hieß Wollladen Rödel.
War richtig schön aufgemacht. Wie gesagt, ich habe euch einige Bilder eingeblendet. Die hatten wie so, also überall das gleiche Muster, wie so ein Tapetenmuster, das draußen war, das innen war, an jeder Säule und so. War mega schön, war total hell, alles war in weiß gehalten. Die hatten viele Garne von Rico Design, weil sonst, finde ich, sieht man ziemlich viele Lana Grossa, Schachenmeier, hatten die irgendwie so gar nicht. Also die hatten wirklich primär Rico Design, was ich so noch nicht bei uns so in der Gegend gesehen habe. Und da musste ich zuschlagen. Da musste ich zuschlagen. Denn es gibt eine polnische Strickerin, die heißt Otto Lamme. Und die hat einen neuen Street Cardigan rausgebracht. Beziehungsweise der heißt Street Cardigan bei ihr. Die Anleitung gibt es auch zum Glück auf Englisch bei Etsy. Das Blöde ist, auf ihrer Website kann man nur mit den polnischen Bezahlmethoden bezahlen oder nur mit polnischen Karten. Deshalb, ne, leider geht das nicht direkt über ihre Website. Aber coolerweise ist jetzt der Street Cardi auch in ihrem Etsy-Shop. Und deshalb kann man das ganz normal per PayPal mit unseren ganz normalen Zahlungsmöglichkeiten auch kaufen. Und diesen Street Cardi hat sie genau in diesem gleichen, also mit diesem gleichen Garn gestrickt, nur in einer anderen Farbe. Und ich habe dann auch noch eine Farbkombi gefunden, die meinem Farbschema entspricht. Und das ist dieses Garn. Ist das nicht wunderschön? Ich finde das so hübsch. Ich bin mega verliebt. Das gab es in, glaube ich, 6 verschiedenen Farben. Die ist auch noch handgefärbt. Finde ich noch geiler. Also, oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Weil ich wollte schon die ganze Zeit einen Street Cardi stricken. Aber ich habe die ganze Zeit nach diesem Garn gesucht, weil ich das einmal so schön fand. Wie gesagt, sie hat das in so einem grün, blau, ein bisschen Neonton gestrickt. Auch mega schön, aber es muss ja irgendwas sein, was ich dann auch gerne trage. Und das war einfach mein Farbschema. Deshalb, ich bin so verliebt, es ist so schön. Und auch der Laden, der war wirklich richtig schön strukturiert. Die Mädels, die dort waren, waren super, super nett. Und kann ich wirklich empfehlen. Also hat sich wirklich gelohnt, da reinzugehen. Das Coole ist, die meinten auch, dass dieses Garn erst vor kurzem reingekommen ist. Und deshalb, ich hatte wirklich Glück. Also ich freue mich so sehr. Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon direkt anfange, das anzustricken. Das muss ich mir gleich nochmal überlegen, ob das zeitlich passt, weil ich schon ein bisschen müde bin. Und es ja am Wochenende für mich auf Fortbildung geht. Aber ich überlege mir das. Ich überlege mir das auf jeden Fall. Ich glaube, man braucht 6 Nadeln dafür. Gott sei Dank habe ich ja mein neues Set. Jetzt, dann kann ich das damit machen. Also wirklich mega, mega geil. Also wer im Ruhrgebiet zu Hause ist, kann auf jeden Fall mal reinschnuppern. Weil es ist wirklich ein sehr süßer, sehr netter Laden. Danach wollte ich noch in so einen kleineren Wollladen rein. Aber ich wurde irgendwie direkt an der Tür schon angemacht. Ich weiß gar nicht warum. Oder jemand anderes wurde angemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so unfreundlich, da bin ich direkt wieder rausgegangen. Weil mir Schnuppe. Na, solche Leute will ich dann auch nicht unterstützen. Musste auch nicht sein. Ja, deshalb das. Die hatten auch noch so ein anderes Garn, das ich mal angeguckt habe. Nur ich habe mir vorgenommen, ich kaufe keinen Garn, bevor ich nicht weiß, was ich damit machen möchte. We Are Knitters hat ein ähnliches Garn. Das ist so ein bisschen, ich glaube, The Wave oder so heißt das bei We Are Knitters. Der ist dann manchmal dünner, manchmal dicker und so. Und von Rico Designs gibt es da auch so ein Garn. Und fand ich auch sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Also hätte ich gewusst, was ich daraus machen möchte, hätte ich das auch mitgenommen, weil ich das wirklich schön fand. Das waren eher herbstliche Farben, weil das ist halt eher so, ne, so ein fluffiger Sommercardigan. Davon habe ich jetzt 4 Knäule geholt. 4 braucht man auch, wenn man es noch größer haben will, dann 5, aber mit 4 kommt man ganz gut hin. Und ja, das war im Endeffekt mein Wollerlebnis. Mein Freund hat sich nur draußen ein Bier bestellt, hat ein Bier getrunken, mit Cleo gechillt und ich habe ihm durchs Fenster dann immer nur die Garne hingehalten, damit er mir zeigt, welche Farbe er denn gut findet, weil ich mich wirklich nicht entscheiden konnte. Wie gesagt, grün ist jetzt nicht so meins, aber es sah auch einfach cool aus. Ich hätte es am liebsten in allen Farben gestrickt, die dort waren. Danach waren wir noch bei Nährstoffreich. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsläden zum Essen. Die machen ganz viele Salatbowls, Smoothie-Bowls, ganz viele verschiedene Sandwiches und so. Und diese Bowls sind immer so lecker und die machen alles sehr natürlich. Und also vegan gibt es da, glaube ich, fast alles. Man kann auch, glaube ich, ein paar unvegane Varianten wählen. Aber die haben einfach immer geile Balls dort. Deshalb, ich bin absolut verliebt in dieses Essen dort. Leider liefern die nicht bis zu uns, sonst wäre es deutlich einfacher. Aber wenn wir dort sind, essen wir immer was. Und die haben auch so ein ganz cooles Prinzip, wenn man was to go bestellt, dann gibt es so Reballs.
Dafür bezahlt man 5 € Pfand oder so. Und das sind so Plastikschüsseln, die man dann aber immer austauscht. Also wie so eine Tupperdose im Endeffekt. Und deshalb, also das überzeugt mich noch mehr. Und die Smoothies, die kriegt man in einem Glas. Auch to go. Und das ist einfach das Geilste ever. Das heißt, so, das Prinzip mag ich so gerne von denen, dass ich dann einfach immer wieder gerne essen gehe. Ja. Und das war es eigentlich so zu meinem Tag. Es war wirklich, wirklich schön. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten am Van gemacht und ein paar Sachen umgepackt, weil ich mittlerweile alles fürs Wochenende fertig machen muss. Ich werde auch alleine fahren, weil leider hier in der Wohnung was gemacht werden muss. Wir hatten hier eine feuchte Wand und ja, die Leute, die das machen, haben sich dazu entschlossen, nächste Woche damit anzufangen. Eigentlich hätte ich vor 2 Wochen anfangen sollen, kam nicht. Naja, deshalb muss ich ein bisschen umplanen, deshalb nicht wundern, dass ich doch nicht nach Berlin fahre. Vielleicht mache ich einen dicken Zwischenstopp in Hamburg. Das überlege ich mir noch, je nachdem, zu wie viel Schlaf ich diese Woche komme. Das werde ich ganz spontan entscheiden. Aber ja, das ist so erstmal der Plan. Und jetzt werde ich mich nochmal auf die Couch chillen. Ich gucke mir mal die Anleitung von Otto Lama an. Ich glaube, Jolanta heißt das Mädel. Ja, Jolanta heißt sie. Kommt aus Danzig auch noch. Ich liebe ja Danzig. Deshalb, ich gucke mir die Anleitung einmal von ihr an und vielleicht stricke ich den Cardigan dann an oder ich arbeite an irgendeinem anderen simplen Projekt weiter, denn mein Freund hat mir versprochen, dass wir heute noch Mamma Mia gucken. Teil 1 und Teil 2. Erledige jetzt gerade noch eine Kleinigkeit. Wenn er wiederkommt, müssen wir eigentlich diesen Film gucken oder diese 2 Filme. Mal schauen, ob er sein Wort hält. Ich glaube, er wird mich hassen dafür. Aber ich liebe diese Filme. Die sind so schön, die sind so schön. Ich werde aber ganz emotional. Weil ABBA und, ach, ne, ABBA als Musical, was gibt es Schöneres? Ich finde es immer ganz, ganz toll. Deshalb, so sieht meine Abendplanung erstmal aus. Und vielleicht blende ich euch aber auch noch ein paar Sequenzen ein. Falls nicht, verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!